Hallo und herzlich willkommen zu Life is a Feudal Forest Village hier bei uns auf dem Kanal. Für alle, die Folge 0 nicht gesehen haben, das war nur das Tutorial. Jetzt fangen wir erst richtig an. Jetzt fangen wir mit unserem eigenen Dorf an. Gehen wir mal auf neues Spiel und gucken mal, was wir alles so machen können. Könnt ihr einiges einstellen. Da werden die Karten generiert. Das scheint auch so ein bisschen zufällig zu sein. Gehen wir auf normale Karte. Oh, das dauert. Obwohl, vielleicht klein reicht vielleicht erstmal auch aus. Wir werden ja sowieso, also ich denke mal, unser erstes Dorf wird vermutlich vor die Hunde gehen. Eigentlich hat mir die gerade gefallen. Hat sich jemand die Zahlenkombi gemerkt? Wahrscheinlich nicht. Lass das mal so. Katastrophen lassen wir. Lassen wir die Katastrophen. Ja, wir lassen die Katastrophen drin. Klima lassen wir mild. Ebenen. Ja, lassen wir es erstmal so. Was gibt es hier für schöne Namen? Wingston. Da wir wahrscheinlich sowieso die erste Runde verkacken werden, nennen wir das schon mal gleich mal Deppendorf. Den Ortsnamen gibt es übrigens wirklich. Das ist, glaube ich, Kreis Bielefeld oder sowas. Irgendwo gibt es da Deppendorf. Das habe ich mal gesehen. Ja, lassen wir das mal so und starten mal rein ins Spiel. Übrigens, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Entwickler, die mir da einen Key kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ansonsten, das Spiel kostet, glaube ich, knapp 23 Euro, ich glaube 22,99. Wie gesagt, das Ganze ist ja im Steam Early Access verfügbar momentan. Ich wiederhole das jetzt nochmal so ein bisschen, weil ich nicht weiß, wer von euch die erste Folge, also die Tutorial-Folge gesehen hat. Die war jetzt auch nicht so spannend. Spannend, sage ich mal, das Tutorial. Interessant ist es ja natürlich, wenn man dann selber frei bauen kann. Ja, das ganze Steam Early Access innerhalb von 4 Tagen hat, also bei Steam Greenlight ist es ja so, dass du da dein Projekt so ein bisschen vorstellst und dann können die Leute halt eben abstimmen und innerhalb von 4 Tagen hatte dieses Spiel grünes Licht, um auf Steam veröffentlicht zu werden. Das ist schon eine großartige Leistung. So, da sind wir. Ich habe übrigens die Kamerageschwindigkeit ein bisschen angepasst. Und wenn euch das aufgefallen ist im Tutorial, die Leute sehen alle ziemlich gleich aus, beziehungsweise es gibt eigentlich nur zwei Leute. Na, das ist einmal der Mann und einmal die Frau. Da werden aber sicherlich mit der Zeit noch mehr kommen, also nicht wundern. So, das erste, was wir machen, ist natürlich ein Haus bauen, weil wir haben gesehen, und wir haben hier noch jemanden mit dem Haussymbol oben drauf. Der geht jetzt zwar gerade in ein Haus rein, aber in Wirklichkeit ist der obdachlos. Eine Hütte, ne, wir bauen mal gleich ein kleines Haus, wenn schon, denn schon. So, nur gucken, wo wir das hier hinkriegen. Vielleicht hier irgendwo in Wassernähe. Da, ach nee, im Moment, da in Wassernähe ist nicht so gut, weil da müssen wir noch einen Fischer bauen. Nachher, gleich, sofort. Naja, das ist ja nicht so einfach mit einem Platz finden hier. Ihr seht das. Eigentlich müssten wir rein theoretisch jetzt hier erstmal eine Fläche planieren. Obwohl, wartet mal, wir machen das mal anders. Damit jetzt nicht zu viel Zeit verstreicht. Das erste, was man natürlich im Aufbauspiel macht, ist Holz sammeln. Das können wir schon mal machen. Dann nehmen wir mal hier so ein bisschen was weg. Gucken wir mal. Ja, 22 Holz. Okay, das reicht erstmal für den Anfang. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier am geschicktesten machen. Vielleicht bauen wir auch erst. Ja, eigentlich. Na, wir müssten eigentlich die Hütte, das kleine Haus hier bauen. Ist natürlich doof, dass das hier wirklich nirgends hinpasst. Auch wenn wir es drehen, es passt nicht. Ärgerlich. Passt hier vorne, da würde es wahrscheinlich irgendwo... Nee, nicht mal hier passt hin. Nee, das passt nicht, okay. Gut, dann werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, wirklich zu planieren hier. Müssen wir mal schauen, dann müssen wir mal hier... Das wird natürlich ein Haufen Arbeit, denke ich mal, das jetzt hier runter zu planieren. Oh, nee, das geht so nicht. Wartet mal. Da brauchst du wahrscheinlich dann doch hier noch die Fläche. So. Nee, was ist denn das? Ach so. Okay, dann hätten wir da trotzdem diesen kleinen Hügel. Das geht ein bisschen nach oben. Passt das denn da überhaupt rein? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Felder das hat. Eigentlich wollte ich das hier möglichst gerade hinkriegen. Es hat ja nicht so viel gefehlt. Es war, glaube ich, nur ein Feld oder so. Aber das kriegst du hier nicht so gut ausgeglichen. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir
Ja, eine kleine Hütte würden wir hinkriegen. Ne, nicht mal die würden wir hinkriegen. Also es fehlt wirklich nur ein Feld. Das ist jetzt auch... sich jetzt abzählen. Das sind 1, 2... Oder steht das hier irgendwo? Wartet mal. 10 mal 10. Alles klar, da steht's ja. Ist ja perfekt. Da braucht man nicht zählen. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier auch ein Feld hinkriegen, was 10 mal 10 groß ist. Mehr ist das nicht. Okay, wir machen es mal trotzdem noch ein bisschen größer. Wir machen es mal... ja, 12 mal 12. So, das gleichen wir an. Zack. Und schon müssten die Leute was zu tun haben. Heißt jetzt erstmal, die hacken oder machen jetzt erstmal... lassen wir das ganze Unkraut hier weg. Aber ich glaube, ich habe die Maus ein bisschen zu empfindlich eingestellt. Das müssen wir nochmal korrigieren zur nächsten Folge vielleicht. Oder ich muss einfach mal ein bisschen sensibler mit der Maus umgehen. So, die Bäume kommen auch gleich noch weg. Auch wenn sie gerade in Sand, also es ist offensichtlich Treibsand, weil der saugt den Baum gleich mal auf. Gut, es wäre natürlich einfacher, wenn wir wirklich eine glatte Karte hätten, aber das haben wir hier halt eben nicht. Das ist ein Spielelement, was wirklich auch, ja, dann natürlich für ein bisschen mehr Spannung sorgt, dadurch, dass wir halt eben die Ebenen erstmal oder die Flächen erstmal planieren oder aufschütten müssen. Und ihr seht, das wird wirklich auch animiert hier. Ja, ist wirklich blöd, dass wir jetzt hier nicht eine ebene Fläche hingekriegt haben, sondern das dann nochmal so ein bisschen hier aufschütten müssen. Aber gut, das können wir jetzt nicht ändern. Aber es macht schon Spaß, denen dann auch bei der Arbeit zuzugucken. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Haus hier hinkriegen. Sind die schon fertig? Ne, halt, Moment. Das Haus wollen wir da hinsetzen. Ne, das passt ja jetzt gar nicht mehr. Ist ja alles rot. Wahrscheinlich, weil die noch nicht fertig sind. So, jetzt passt es dahin. Wunderbar, ich habe gedacht, das brennt hier. Aber das war nur der, ist nur der Schornstein. So, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist eine Fischerhütte. Rotate, so. Ach, die nimmt gar nicht so viel Platz ein. Gut, aber das Haus hätte hier vorne trotzdem nicht hingepasst. Von daher ist es auch egal. Wir müssen uns noch überlegen, wir müssen auf jeden Fall auch noch ein Feld bauen. Wo wir das noch hinsetzen. Moment, wo haben wir denn hier ein Feld? Müsste eigentlich das hier sein. Weil das kriegen wir hier auch wieder nirgends hin. Obwohl, vielleicht passt das hier hin? Das wäre natürlich optimal, weil das dicht am Brunnen wäre. Ist aber dann nur ein kleines Feld. Wartet mal kurz. Naja, hier ist der Brunnen und die müssen halt eben auch das Ganze bewässern. Ja, müssen wir dann schön an den Strand ranbauen. Gut, das kann man ja später auch nochmal wegreißen dann. Aber erstmal gefällt mir das da eigentlich. Aber jetzt sind sie wahrscheinlich erstmal mit dem Bau hier beschäftigt. Also wir machen mal, wartet mal, wir spulen mal einen kleinen Ticken vor, weil das dauert sonst ein bisschen zu lange. Wir sehen, wir haben jetzt in Deppendorf momentan 7 Grad. Es ist Frühling im Jahr 1. Ich bin mal gespannt, ob wir den Winter überhaupt überstehen werden. Das wird sicherlich schwierig werden. Eine Grundvoraussetzung ist dann wirklich, dass wir die Häuser gebaut haben und jeder Bewohner ein Haus hat. Weil ansonsten steigt die Gefahr, dass sie natürlich draußen erfrieren. Achso, Moment, wir haben ja was vergessen. Wir müssen ja noch Bauarbeiter zuweisen. Da machen wir mal 2. Genau. Das können wir auch. Jetzt muss ich mal selber erstmal gucken. Hier gibt es irgendwo... Ressourcen, Lagerung, Häuser... Alle Ressourcen sammeln, Landschaftsbau, allgemeine Informationen. Natürlich ist es immer das Letzte. So, Dorfinformation, Ereignisprotokoll, Berufe. So, das kennt man ja schon von Banished so ein bisschen. Wobei ich das gar nicht so schlecht finde. Also Banished wurde ja dann irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Und Life is a Feudal versucht hier wirklich ein besseres Banished zu machen. Und ich muss sagen, die sind jetzt schon... Also jetzt gefällt mir das Spiel schon besser als Banished. Halt eben nicht nur, dass wir hier so dicht reinzoomen können und uns wirklich alles ganz genau angucken können, was sicherlich später nochmal interessant wird, wenn wirklich verschiedene Charaktere hier rumlaufen und so. Das macht Life is a Feudal auf jeden Fall schon mal besser. Ansonsten gibt es halt eben den starken oder den extremen Winter
wo man halt eben dann gucken muss, dass man da natürlich genug Nahrung hat und auch genug warme Kleidung, genug, genug Lebensraum oder, genau, das ist auch noch wichtig, fällt mir gerade ein, Holz zum Heizen braucht man noch. Ansonsten wird das auch schwierig. Gut, dass wir oben jetzt erstmal die Ressourcen haben. Wir können ja mal gucken, wer wohnt denn hier alles so. Little und Peyton. Vance und McKenna. Alil und Conrad. Und wer wohnt hier? In unserem neuen Haus. Ulrich, Amber, Glory, Grues. Und wir können übrigens die Häuser auch weiterentwickeln. Er hat extra viele Schlafzimmer, hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft. Kapazität 6. Das ist natürlich auch wichtig, weil wir brauchen natürlich auch Nachwuchs. Jetzt ist es so, dass wir wirklich auch sehen, wie das Haus abgegradet wird. Also es wird zum Teil dann abgebaut. Jetzt habe ich aber auch gerade gesehen, dass wir kein Holz mehr haben. Oder nicht ausreichend Holz. Das heißt, wir müssen erstmal noch mal ein bisschen Holz organisieren. So. Und auch die Tiere im Wald. Der Bär. Noch tut er uns nichts, aber dafür würde ich jetzt nicht garantieren, wenn das Spiel später mal fertig ist und rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich die Tiere auch einen größeren Einfluss haben. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken hier. Wartet mal, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal einen Fischer. Eigentlich sogar zwei. Und wahrscheinlich auch jemand, der hier mal auf dem... Ach nee, das ist noch gar nicht fertig. Eigentlich sollte man, glaube ich, drei Fische haben. Aber wir brauchen jetzt erstmal nur zwei. Oder nee, wartet mal, wir nehmen mal noch drei. Maximale Anzahl von Menschen im Beruf, okay. Wir können ja dann Baumeister später noch abziehen. Kann man hier eigentlich abziehen? Sieht so komisch aus. Nee, können wir. Okay, alles klar. Ja, und hier werden wir uns ein kleines Kartoffelfeld, denke ich mal, anlegen. Wir haben jetzt Frühling, das heißt, wir sollten eigentlich das noch schaffen, vor dem Winter die Kartoffeln abzuernten. Das hoffe ich zumindest. So, da wird nochmal ein bisschen an dem Zaun gesägt und gehämmert und dann sind wir hier auch schon fertig. Ist wirklich nur ein kleines Feld, ihr seht's. So, das können wir alles hier anbauen. Kürbisse, Kohl und Mais noch nicht. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Kartoffel. Die Kartoffel. Und dann nehmen wir mal... Da. Sieht da, jetzt können wir nur noch einen, aber ich denke mal, einer reicht auch. Das ist ja wirklich kein großes Feld, das ist ja nur ein kleines Feld. Das muss man das später so ähnlich machen wie Banished. Dass man dann... Ach so, wartet mal. Bei Banished haben wir das ja dann später so gemacht, dass wir dann zur Erntezeit ganz viele Leute aufs Feld geschickt haben, die das wirklich nochmal abernten. Und wir sehen hier, die fängt wirklich an umzugraben. Erstmal. Ach so, eins habe ich gelesen, dass die Tiere doch... Also es gibt ja hier auch... Müssen wir mal gucken, vielleicht sehen wir den zufällig irgendwo. Es gibt da den Fuchs... Und wir können auch einen Hühnerstall bauen. Und Fuchs und Hühner sind ja bekanntermaßen jetzt nicht so die besten Freunde. Das heißt, der Fuchs reißt auch Hühner. Habe ich das zumindest gelesen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. So, was ist hier? Es fehlt Holz. Ja. Deshalb habe ich den einen Bauarbeiter da schon mal abgezogen. Damit wir jemanden haben, der hier wirklich Holz sammelt dann. Im Moment... klappt das noch nicht so gut, aber dann könnten wir jetzt den zweiten eigentlich auch noch abziehen. Dass die wirklich Holz sammeln gehen. Das ist jetzt noch ein Nachteil hier, finde ich. Es wird jetzt dunkel und ihr seht, es gibt in Deppendorf kein Licht. Also Laterne und so gibt es noch nicht. Das wird aber, denke ich mal, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das in den kommenden Updates mit eingebaut wird, dass die Hütten zumindest irgendwie beleuchtet sind. Weil das wäre ja schon cool. Aber wie gesagt, diese Detailverliebtheit. Ich kann euch mal eine Sache zeigen, die mir wirklich auch zeigt, wie detailverliebt die Entwickler das gemacht haben. Hier. Das Strohdach. So detailliert in einem Aufbauspiel. Selten gesehen, beziehungsweise eigentlich noch nie gesehen. Also wirklich, wirklich wahnsinnig. Die Häuser sehen auch nicht alle gleich aus. Fällt mir gerade auf, ne? Hier sind die Bretter mal so, hier liegen die Bretter so da drauf.
klar ähneln sich, ich glaube, das und das hier sind die gleichen, aber das, okay, das ist aber auch okay, also klar, dass man jetzt nicht jedes Haus hier einzeln machen kann. Oh, ich hoffe, das Feld reicht, ey, von der Größe, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, um ehrlich zu sein. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit dem Holz? Macht hier jetzt irgendjemand mal, geht hier irgendjemand in den Wald oder so und schlägt mal ein paar Bäume ab? Oder was ist jetzt hier los? Wir haben kein Holz mehr, Leute. Wie heißt denn eigentlich jemand, der in Deppendorf wohnt? Deppiana oder so, keine Ahnung. Also los, Deppiana, Holz sammeln, los. Nicht. Ja, okay. Oh. Da wollte ich eigentlich, ich wollte nicht ins Wasser fallen. Eigentlich. Aber ich falle ins Wasser. So, jetzt haben wir es wieder. Ich wollte eigentlich mal ganz dicht auf an den Steg ranzoomen. Aber da gibt es ja noch einen anderen Trick. Moment. Ach nee, wartet mal. Jetzt habe ich eine Idee. Wartet mal. Da ist einer, der ist arbeitslos. Beziehungsweise... der macht gerade nichts. So, passt auf. Wir sind jetzt der... Wir tröten erstmal eine Runde. Das sorgt dafür, dass die Leute mehr arbeiten. Oder schneller arbeiten. So, und wenn die anderen hier nicht in der Lage sind, einen Baum zu fällen, dann macht es der Chef halt selber. Das fände ich übrigens auch noch cool, wenn wir unseren eigenen Charakter hätten, der hier rumlaufen würde. Oh, ich glaube, wir haben uns auch den größten Baum jetzt ausgesucht. Da können wir wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile drauf rumhacken. Geh mal kurz aus ihm raus. Mal sehen, ob er weiter hackt. Ja, macht er. Schneller, schneller, schneller. Hopp, hopp. Er ist aber weiterhin auch der Einzige, der das macht. Ich weiß nicht, was die anderen... Ich hatte doch extra die Baumeister abgezogen. Damit die hier auch hacken gehen. Wir könnten jetzt auch nochmal einen Fischer abziehen. Mit 6 Leuten ist es halt eben relativ schwierig, das dann noch die Ressourcen zu sammeln. Und die buddelt immer noch, aber wir sehen schon die kleinen Kartoffelpflänzchen, die hier rauskommen. So langsam. Oh, der hat Hunger. Das ist übrigens ein Nachteil, wenn man die zu lange spielt. Also wenn man zu lange sagt, man ist jetzt der und spielt den und spielt den und spielt den, der geht nicht essen. Also der würde dann, wenn wir den jetzt ein halbes Jahr oder so spielen, halbes Jahr, wenn wir den jetzt ein oder zwei Tage spielen würden, dann würde der verhungern. Also dann würde er umkippen und wäre tot. So, das wäre es dann. Zu Tode gearbeitet, nennt man sowas. Solche Leute findest du in Deppendorf. Direkt um die Ecke. Übrigens, ein cooles Feature gibt es auch noch. Später werden wir das sicherlich auch noch sehen. Wir können, in die weite, weite Welt aufbrechen. Also wir können Deppiana können wir losschicken und die können dann sind dann halt eben da und können halt eben neue Sachen erforschen. Also nicht erforschen, sondern die bringen halt eben so solche Sachen wie Kürbis und Mais, was wir gesehen haben, was wir noch nicht machen können. Liegt nicht daran, dass es Early Access ist, glaube ich, zumindest, also hoffe ich mal, sondern dass wir es noch nicht kennen. Und dafür können wir dann später Leute losschicken, die halt eben dann das mitbringen sozusagen, also die Samen oder die Früchte, je nachdem. Und die können wir dann anbauen. Ich habe nämlich gerade hier unten gelesen, dass Arbeiter Ulrik zu Tode gehungert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Kollege war, den wir kontrolliert hatten. Ich weiß nicht, warum der jetzt gestorben ist, weil er hätte ja
Ist an dem, also ist praktisch an dem Baum gestorben, weil der Baum war zu groß. Der steht immer noch da. Wir hätten mal einen kleineren nehmen sollen. Okay, können wir jetzt nicht ändern. Dann sind wir jetzt nur noch zu fünft. Plus die Kinder, die wir noch haben. Die können natürlich noch nichts machen. Oh, der Baum kippt gerade auf mich drauf. Auf jeden Fall gehen die jetzt nachts also praktisch Ressourcen sammeln. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Aber, unsere Arbeiter machen das. Okay, wo ist jetzt hier, was macht Elfriede? Nee, wie heißt sie? Moment. Amber. Amber 20 geht aufs Feld arbeiten.